Here is a world of communication, bringing together all people in a new era of understanding. Elektrische Reporter. Anno 1967, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen. Anno 1967 beschrieb der New Yorker Psychologe Stanley Milgram erstmals das sogenannte kleine Weltphänomen. Diese These besagt, dass jeder Mensch von jedem Mensch maximal 6 Bekanntschaftsgrade entfernt ist. Dass wir die Männer und Frauen auf der alljährlichen Forbes-Liste nicht mal ebenso kumpelhaft anpumpen können, liegt also lediglich daran, dass wir die richtigen Mittelsmänner nicht kennen. Eigentlich blöd. 40 Jahre nach Milgrams Definition tummeln sich etliche Unternehmen im Netz, die seine abstrakte Idee für unser aller Alltag nutzbar machen wollen. Eines davon ist das Hamburger Netzwerk Xing, vormals OpenBC, das sich auf die Vermittlung beruflicher Kontakte spezialisiert hat. Den Gründer und die Pressesprecherin von Xing konnte ich neulich vor meine Kamera locken. Ich glaube, der wichtigste Punkt bei unserer Community ist, eine Community bedeutet Aktivität. Und der Großteil unserer Mitglieder, oder anders gesagt 95% unserer zahlenden Mitglieder und knapp 70% von unseren nicht zahlenden Mitglieder waren in den letzten 30 Tagen aktiv. Und somit ist es überhaupt eine Community und nicht eine Datenbank von toten Profilen. Das Wichtige bei Xing ist, dass nicht das System vorgibt, wie die Privatsphäre ist, sondern dass sich jeder Mensch das selber einstellen kann. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte nur für meine Kontakte erreichbar sein. Es gibt Leute, die sagen, ich bin für jeden offen. Wir haben Milliardäre auf der Plattform, die sehr offen mit diesem Thema umgehen. Wir haben Mittelmanager auf der Plattform, die sagen, ich bin nur für meine Kontakte offen. Es gibt Leute, die freuen sich über Nachricht von Dritten, die sie noch nicht kennen. Und es gibt Leute, die lehnen das grundsätzlich ab. Und deswegen haben wir diese Tools auf der Plattform, damit jeder eben selbst entscheiden kann, was ist für mich wichtig, was ist für mich Spam und was nicht. LinkedIn ist genauso wenig geschlossen, wie wir geschlossen sind. Es ist genau dasselbe System mit einer Variante, dass man sucht hat, Offline-Ideen ins Online zu portieren. Das heißt, ich forwarde eine Nachricht von jemandem, den ich nicht kenne, an jemand anders, den ich nicht kenne. Das macht ziemlich wenig Sinn, das zu portieren. Und wir sind sehr dankbar, dass sie unser Geschäftsmodell dann auch nachgeahmt haben, weil sie gesehen haben, dass sie damit nicht weit kommen. Und wir wissen halt auch aus Studien, auch aus eigenen Studien, dass heutzutage dieser Gatekeeper-Ansatz, also dass ich jemand anderes fragen muss, um mich jemandem vorzustellen, eigentlich nicht mehr funktioniert. Und im europäischen Raum insbesondere dieser Ansatz, ich kann jeden direkt kontaktieren, sehr gerne angenommen wird. Ich glaube, im amerikanischen Markt ist es eine historische Geschichte, dass man einfach über diese Referrals sozusagen auch einen gewissen Empfehlungsgrad, eine gewisse Qualität mitbekommt. Aber wir sehen immer mehr, dass es einfach antiquiert ist. Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht, und zwar das, was jetzt so als die schärfste Erfindung seit dem tiefen Teller angesehen wird, nämlich das ganze Social Networking, erinnert mich auf interessante Art und Weise an das, was man so proprietäre Netze eine Zeit lang genannt hat. Das heißt, die haben sich alle so kleine Datenkäfige ausgedacht oder größere, wo sie den Leuten also quasi so eine Illusion von Netz geben. Wenn ich mir sowas wie OpenBC anschaue, Friendster, Orkut, ich muss mich immer als erstes registrieren. Und ich habe zwar meine Netze, aber immer nur innerhalb dieser Käseglocke. Ne? Und ich gehe da rein und das eigentlich Einzige und Hauptsächliche, was ich mache, ist, ich gebe denen so viele Daten wie nur möglich. Datenkäfig wäre es, wenn wir Daten nicht veredeln würden. Wir organisieren ja Nutzer-Generated Content. Und das Positive ist einfach, dass wir mit den Technologien, die wir jetzt entwickeln, wie APIs und anderen, Leuten die Möglichkeit geben, diese Daten auch auf anderen Systemen weiter zu benutzen. Und da geht die Reise hin. Mit den eigenen Xing-Daten fast alles und mit den Daten aus meinem Netzwerk sehr viel. Und das Netzwerk sind quasi meine direkten Kontakte. Es werden sicherlich mit der Zeit weitere Funktionen hinzukommen. Wir denken an Applikationen wie Abgleich zwischen CRM-Datenbanken oder Outlook und meinem Xing-Profil. Das geht hin zu Synchronisation mit Mobiltelefonen.
dass man die Bilder quasi dann auch auf seinem Telefon hat und nicht nur woanders. Wir haben ein Skript, was sehr schön visualisiert, wo sind denn meine Kontakte auf der Welt, nach Geografie geordnet. Verbindung zu Google Maps und anderen Geschichten sind sehr schnell denkbar. Wir haben jetzt eine Alpha. Wir haben knapp 20 Entwickler dran, die mit uns quasi diese Alpha bestimmt haben, welche Funktionen die haben soll. Und wir sehen denen sehr positiv entgegen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir halt kein Datenkäfig sind, wo nicht die Daten nur bei uns gehalten werden, sondern diese Daten mit den Verbindungen sind ja veredelt worden durch die Community selbst. Und diese Möglichkeit, das auch wieder zu exportieren und anderweitig zu nutzen, ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Dadurch werden sich soziale Netzwerke von einem Nice-to-have zu einem Must-have umwandeln. Und 5,95 ist halt ein sehr gutes Geschäftsmodell. Ja, absolut. We don't believe in these giant centralized social networks. We believe that the future is tens of thousands of smaller little social networks, all based around particular vertical niches or contexts. Most human beings cluster in groups between 25 and 150. And so Metcalfe's law is great for large networks of the network effect. But we don't believe that social networking is like that. We believe that people of like minds will want to cluster in very small groups of people so they can create a nice, warm, fuzzy experience to communicate with their people that are like them. Das haben wir ja jetzt schon. Ja. Wir sind ja nicht ein großes Netzwerk, sondern wir sind quasi, wir haben auch 6000 Teilnetzwerke auf unserer Plattform. Und ich denke mal, mit der API wird man genau diese Schritte tun können, dass man auch Content rausziehen kann, dass man seine Kontakte Daten managen kann, wo es einem am liebsten ist. Ja, dass man seine Nachrichten dort lesen kann, wo es einem am liebsten ist. Wir sehen das völlig ungebunden, weil nicht der große Wert entsteht darin, dass wir uns öffnen und dass andere Leute Programme dafür dann schreiben werden. Ich denke mal, da wird der neue Eigentümer beweisen müssen, dass es funktioniert. Wir sehen, dass wir ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Sehr einfach, 5,95 für erweiterte Services. Und wenn man alles verschenkt, dann ist das Netzwerk vielleicht als solches auch nichts wert. Aber da wird man sehen, ob die Rechnung in 3, 4, 5 oder 10 Jahren aufgeht. Also ich glaube, was für uns interessant ist, ist diese Generationsentwicklung. Also wenn man sich mal anschaut, man fängt vielleicht bei Habbo Hotel an, geht dann zu MySpace, ist dann auf Facebook oder StudiVZ zum Beispiel. Dann ist natürlich die Frage, was kommt danach? Und da sind natürlich solche Netzwerke wie wir, die fokussiert sind auf Geschäftsleute oder Geschäftstätige im weitesten Sinne, sozusagen the next generation. Also diese Leute haben gelernt zu netzwerken, diese Leute haben gelernt, dass es wichtig ist, mit anderen verbunden zu sein. Natürlich ist der Kontext ein anderer. Und jemand, der auf einer Studentenplattform ist und dort vielleicht jetzt eher in privater Mission oder Freizeitmission unterwegs ist, das ist natürlich bei uns was anderes. Der kann dieses Netzwerk sozusagen nicht eins zu eins mitnehmen in die neue Umgebung. Weil ab und zu möchte man auch seine Vergangenheit mal hinter sich lassen, generell gesagt. Also die Arbeitswelt verändert sich ja sowieso schon dramatisch. Wir haben Globalisierung nicht nur auf Firmenebene, sondern auf Individualebene. Ob mein nächster Chef in Deutschland ist oder in Shanghai oder mein Kollege jetzt schon in London sitzt, ich glaube, das ist mehr und mehr Realität. Und insofern ist eher die Anforderung an soziale Netzwerke die relevante. Schneller die relevanten Leute für mich zu finden in der jetzigen Situation, in der ich bin. Und das können nur soziale Netzwerke bieten. Das bietet keinen Outlook-Datenbank, das bietet keine ungepflegte Lotus-Exchange-Kiste oder irgendwelche Telefonbücher oder sonstiges. Es kann nur so sein, dass jeder seine eigenen Informationen pflegt und dadurch für die Masse der Leute es aktuell ist. Die andere Frage, die daraus resultiert, ist ja, verschiebt sich die Macht, weil auf einmal im Internet kann ich ja genauso viel wissen wie ein CEO oder ich kann relativ schnell mit eine gewisse Eigenständigkeit erreichen, eigene Unternehmung gründen und bin dann auch Unternehmer oder CEO einer Firma. Und was ich mich dann einfach frage ist, wenn sich jetzt das Wissen verteilt, verteilt sich auch die Macht.
Und wie ist das? Wie gehen Leute mit diesem, macht es vielleicht ein sehr starkes Wort, aber mit diesem Gefühl auf einmal um? Sie haben sehr viel mehr in der Hand als in der Vergangenheit. Sie können sehr viel mehr bewirken. Das ist genau das, was das Intranet auch ausgelöst hat. Cut the middleman. Und die Middle Manager sind halt weniger geworden. Also Leute, die Wissen als Macht behortet haben. Und genau dasselbe wird auch, wenn soziale Netzwerke halt einfach noch stärker hervorbringen. Das ist quasi das Intranet der Geschäftswelt, das ist das Xing. Was wir sehen, ist die Globalisierung des Jedermann. Die Verteilung der Chancengleichheit findet einfach statt, findet einfach mehr statt und bringt sozusagen jeden in die Position, die gleichen oder sogar die besseren Chancen ergreifen zu können, ohne dass man jetzt ein total etabliertes Netzwerk hat, was historisch gereift ist. Auf der Oberfläche sieht man das so, aber auch jetzt können wir schon Kontaktstärke ermitteln. Wie gut müssen die Leute sich kennen? Wenn sie viele Leute gemeinsam kennen, müssen sie sich eigentlich besser kennen, als wenn man nur einen gemeinsamen Bekannten hat. Wir werden in diesem Bereich dieses Jahr noch sehr viel investieren, wo man auch mehr spezifischer angeben kann, wie gut kenne ich jemanden. Aber das sind eher eigene Sortierungskriterien, die Suchanfragen dann auch im Netzwerk optimieren. Ich glaube, das ist das Interessanteste überhaupt, diese Information. Wie haben sich Bewertungen über die Zeit verändert? Das ist eine Sache, die Amazon niemals machen kann. Amazon geht einfach nur, die Leute, die das Buch gekauft haben, haben auch das Buch gekauft. Insofern, je länger die Zeit ist, desto relevanter wird das Buch. In sozialen Netzwerken habe ich diese Zeitkomponente implizit mit drin. Es haben sich Dinge verändert. Ich habe einen Kontakt gelöscht, ich habe jemanden von sehr gut auf weniger gut oder nicht zu empfehlen runtergestuft. Und das wird sehr viele implizite Ergebnisse auf Suchanfragen haben. Viele sagen, wir möchten gerne eine Bewertung für Kontakte haben. Und wir sind da dran, es sind andere auch dran, beschäftigen sich mit dem Thema auch wissenschaftlich und der Stein der Weisen ist einfach noch nicht gefunden. Sicherlich sind die Leute, die zuerst aktiv waren in Netzwerken, die Leute, die Cutting-Edge-Technology sind, also die Leute, die im Bereich New Media sowieso schon tätig sind. Da kamen die ganzen Marketing-Leute und letztendlich auch die Vertriebsleute. Aber wenn ich jetzt Leute aus der Schifffahrtsindustrie sehe, aus dem Stahlbau, dann hat das einfach schon fast alle Branchen erreicht. Wir haben das an eigenem Beispiel festgestellt. Wir sind in Publikationen, unter anderem natürlich nicht nur, der Radmarkt oder eine Volkshochschule bietet einen Xing-Kurs an, wie man besser netzwerkt. Und das ist für uns natürlich ein absolutes Zeichen der Durchdringung und dass es eben dort keinen Graben gibt, sondern dass diese beiden Parteien, der Early Adapters und der Late Adapters, dass das zusammenwächst und verschmelzen wird, bis was Neues kommt. いわゆるワナ皆様ご機嫌いかがでしょうか、このビデオ画面をご覧になってですね、混乱に陥りつつも冷静にこの右下の再生印ちゃんを Für die Beantwortung dieser Frage schalte ich nun live in unser Aufnahmestudio nach Köln. Wenn du deiner Oma unmöglich erklären kannst, womit du dein Geld verdienst,Vielen Dank. Das war's schon für heute. Liebe Leute, ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine inspirierte Woche. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Handelsblatt. Substanz entscheidet. Erforscht man seinen eigenen existenziellen Weg, sind Faktknoten und Muster Wirkhierarchien der eigenen Suche. Wobei das Muster immer höher zu werten ist als ein Fakt. Zumal, wenn man es nur Werter gibt.
explizite Muster sind nicht jedermanns Sache. Und die Bateson'sche Suche nach dem Muster, hinter dem Muster, schon gar nicht. Mustererkennung braucht Zeit. Haben wir die? Lesen Sie das Handelsblatt 4 Wochen zum Vorzugspreis und sparen Sie über 30%. Jetzt bestellen auf handelsblatt.com.